Servus ihr Lieben, ich bin's wieder, Umut Gan. Ich wollte euch heute was ganz Besonderes vorstellen. Es ist wieder soweit, ich habe meinen Channel veröffentlicht und dann wollte ich euch nur informieren, weil ich habe mir was ganz Neues gegönnt, nämlich ein Longline Hoodie. Ne? Den habe ich mir gegönnt und den wollte ich euch unbedingt zeigen, weil im Herbst, Winter ist der wirklich sehr gut zu tragen. Ihr werdet wahrscheinlich einen Schock bekommen, weil es wird sehr lang ausfallen, so wie es der Name schon sagt. Und ich fühle mich damit eigentlich auch sehr wohl und es ist sehr warm, definitiv. Man zieht hin und wieder auch mal ein Shirt drunter. Und die Firma Imperial, das ist ja die italienische Firma, ich werde euch das auf dem Link auch nochmal zeigen. Einfach so ein i-Tüpfelchen bei diesem ganzen Outfit und das ist ein Coat, also ein Poncho. Sehr beliebt bei den Damen, da fängt es ja meistens an. Und ich schnapp mir mal gleich hier meinen Poncho, den zeige ich euch von der Firma Komma. Da werde ich euch auch noch einen Link zeigen, wo ihr das finden werdet. Es kratzt nicht, es ist sehr angenehm zu tragen. Und für den einen oder anderen Herrn wird es erstmal merkwürdig klingen, ein Coat für den Herren. Geht das überhaupt? Ja, es geht. Und wie es geht, Leute. Es ist richtig cool. Es kommt gut an. Die Leute sind erstmal baff. Allein schon, sie sehen erstmal diese Longline-Geschichte und dann mein Coat darüber. Richtig authentisch sieht es aber erst dann aus, wenn ihr eine Jacke, also eine Winterjacke dazu nimmt, wie ich zum Beispiel von H&M. Bei diesem coolen Outfit ein Accessoire und nämlich ein Schal. Und die Schals haben ja in diesem Herbst-Winter an Übergröße gewonnen, bedeutet eigentlich, dass die Schals richtig schön lang werden und eine Überlänge haben. Das finde ich auch richtig gut, richtig lang sind. Und ich habe hier eins dabei von der Firma Mango. Es ist ein Unisex-Artikel, das können auch Herren tragen und es sieht natürlich auch cool aus, wenn ihr das über euren Poncho dann kombiniert. Euch diese beiden coolen Artikel oder drei coole Artikel zeigen. Den Code, meine Kabanjacke und meinen Schal dazu. Und traut euch was, probiert es aus und wenn nicht, ist nicht schlimm, dann schaut ihr einfach mein nächstes Video und versucht euch damit zu identifizieren. Also ich freue mich auf eure Kommentare, folgt mir auf Twitter, wenn ihr Lust habt. Vergisst nicht Daumen hoch oder Daumen runter. Ich freue mich auf euch, auf mein nächstes Video. Bleibt einfach authentisch und echt und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Umut Gan.